Gut, dann fangen wir jetzt an. Ja, schön, dass ihr hier seid. Schön, dass du da bist. Ich würde zuerst ein bisschen was sagen, weil es ja unsere erste Veranstaltung ist, die wir organisiert haben zu uns als Gruppe gegen jeden Antisemitismus an der FU. Dann kurz was zu Tobias Jecker sagen, bevor ich dann abgebe. Der Ablauf des Abends wird so sein, dass wir zuerst den Vortrag hören, der so eine knappe Stunde geht und danach eine Diskussion möglich ist. Würden wir gucken, was kommt, was an Fragen kommt, was an Diskussionsbeiträgen oder Diskussionslust da ist. Da werden wir es so machen, dass wir ein paar Fragen sammeln, die dann geschlossen beantworten und dann gucken, wie es sich so entwickelt. Wir als Gruppe gegen jeden Antisemitismus an der FU haben uns jetzt vor so 2-3 Monaten zusammengefunden und Auslöser war dafür, dass wir feststellen mussten in den letzten Semestern, dass so neben den vielen kleineren Vorfällen, die man irgendwie so finden kann, oder zwischen neben vielen Haltungen, die problematisch sind, neben vielen vielleicht besonderen Formen des Antisemitismus oder zumindest so besondere Formen von antisemitischen Strukturen, die man sowieso an der Uni findet, die wir sowieso so gefunden haben, die man auch gerade in irgendwie Kontexten findet, die sich vielleicht als emanzipatorisch begreifen, dass es dann ein paar Dinge gab, dass wir vorletztes Jahr man ja einmal so ein Aufflammen des Antisemitismus beobachten musste, der sich irgendwie so daherkam als Protest gegen einen Krieg, was dann relativ nahtlos überging in den Friedenswinter. Und da deutlich wurde, dass das irgendwie auch so an die Uni geschwappt ist, dass es zum Beispiel zu Veranstaltungen kam mit Leuten wie Andreas Schlüter, der in einer Ringvorlesung Verschwörungstheorien zum 11. September äußern konnte, ohne dass es dem da eine Bühne geboten wurde. Oder Leute wie Pedram Chayar Seminare halten durften, die der Ken Jebsen als guten Freund bezeichnet. Und das nochmal für uns so Auslöser waren, um konkret dagegen etwas zu tun. Weil wir auch festgestellt haben, dass es in Diskussionen, die es dann dazu gab, oder Gegenveranstaltungen, die es da, oder Meinungsäußerungen, die es da gab, so der Konsens schon war, dass auch eine große Unterstützung für diese Position es gab, aus reinen Studierenden, und wir da gerne intervenieren möchten, dass in Zukunft über Vorträge stattfinden soll, wir dann für den Sommer geplant haben, den nochmal die Umbenennung des Henry-Ford-Baus wieder anzugehen, die ja schon mehrmals probiert wurde, was aber bislang noch nicht erfolgreich war, was sich dann ändern soll. Ja. Später würden wir dazu einmal für diese Aktion, die ich gerade so angedeutet habe, und auch ein bisschen zur Refinanzierung dieses Abends eine Spendendose rumgehen lassen. Würden uns dann natürlich freuen. Heute haben wir Tobias Jecker hier, der seit vielen Jahren zu genau diesem Thema, worum es heute in dem Vortrag geht, forscht als Kommunikationswissenschaftler und Journalist, hier vor 3 Jahren promoviert hat zu der Thematik, zu Anti-Amerikanismus in deutschen Medien und ja, uns heute sicherlich interessanten Einblick da geben kann. Danke, dass du hier bist. Ja, gerne. Ja, guten Abend. Den Anstoß für diese Veranstaltung hat ja, wie gesagt, unter anderem der Auftritt dieses Herrn Schlüter am OSI gegeben, der dort wilde Verschwörungstheorien geäußert haben soll. Und ich habe mir mal Schlüters Webseite angeguckt, wo er sich bitter beschwert, dass das Wort Verschwörungstheorie nur als Totschlagargument benutzt werden würde, um Kritiker wie ihm den Mund zu verbieten. Gleich unter diesem Eintrag, das ist das Verrückte, präsentiert Schlüter dann aber schon eine Verschwörungstheorie in Reinform. Da schreibt er nämlich über die Silvestervorfälle in Köln und zwar folgendes. Zitat: Bei aller Empörung über das, was offenbar Frauen am Silvesterabend geschehen ist, zu Köln nur so viel. Es stinkt zum Himmel nach einer Inszenierung. Wie sagte ich nach dem vom großen Bruder USA verabscheuten, bisher recht erfolgreichen Versuch Frankreichs, Deutschlands und Russlands, mit der Ukraine den Konflikt deutlich runterzufahren,
Auf Frankreich und Deutschland werden hässliche Ereignisse zukommen. Daher stelle ich diese Reihe auf. Und dann folgen also einige dieser hässlichen Ereignisse. Unter anderem der Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo, der Germanwings-Absturz, der VW-Skandal, die gekaufte WM, die Anschläge von Paris und die Silvestervorfälle in Köln. Und dann schreibt Herr Schlüter: Ich möchte einen Besen fressen, wenn hinter vielen dieser Vorkommnisse nicht das Händchen des großen Bruders, also der USA, hervorschimmert. Ja, platter und klarer geht's eigentlich kaum. Das ist wirklich eine Verschwörungstheorie par excellence. Ich werde im Folgenden zeigen, warum, was Verschwörungstheorien eigentlich sind, wie sie genau aufgebaut und strukturiert sind und was sie von echter Kritik, investigativer Recherche und von offenen Fragen unterscheidet. Außerdem werde ich darlegen, warum Verschwörungstheorien so oft mit Antisemitismus und mit Anti-Amerikanismus einhergehen. Vor allem werde ich dann aber beispielhaft einige anti-amerikanische und antisemitische Verschwörungstheorien beleuchten, um meine Thesen zu verdeutlichen. Und diese Beispiele drehen sich etwa um aktuelle Ereignisse wie die Flüchtlingskrise, den Ukraine-Konflikt oder den Streit um das Freihandelsabkommen TTIP. Und anschließend würde ich mich freuen, mit euch, mit Ihnen darüber zu diskutieren. Zunächst zur Verschwörungstheorie. Der Begriff Verschwörungstheorie ist eigentlich irreführend. Es handelt sich natürlich nicht um Theorien im wissenschaftlichen Sinne, sondern eher um Verschwörungsfantasien oder Verschwörungsideologien. Der Begriff der Verschwörungstheorie hat sich aber eingebürgert und deshalb werde ich ihn auch im Folgenden verwenden. Man muss natürlich auch sagen, es gibt reale Verschwörungen, die man aufdecken und kritisieren kann, aber Verschwörungstheorien unterscheiden sich davon ganz fundamental. Was sind nun Verschwörungstheorien? Sie entstehen vor allem im Zusammenhang mit tiefgreifenden gesellschaftlichen Umbrüchen, Krisen, Kriegen, Terroranschlägen, Revolutionen historisch auch, aber eben auch Wirtschaftskrisen oder kulturellen Umbrüchen. Der Grund ist, dass Menschen sich diese Umbrüche oft nicht erklären können und natürlich nach Erklärungen suchen, nach eindeutigen Erklärungen. Und so erhält eben immer wieder die Vorstellung von einer geheimen Verschwörung Auftrieb, die dahinter stecken muss. Verschwörungstheorien suggerieren in dieser Situation, dass alles eigentlich ganz einfach sei. Sie reduzieren komplexe und undurchschaubare Ereignisse auf ganz simple und überschaubare Zusammenhänge. Sie sind also ein einfaches Mittel der Welterklärung. Der Aufbau von Verschwörungstheorien ist in etwa immer gleich. Da wird unterstellt, dass eine Gruppe Verschwörer, die im Geheimen agiert, einen großen Plan mit betrügerischen Mitteln und unter Täuschung der Bevölkerung umsetzen will. Es gibt also ein klares Gut-Böse-Schema, eine kleine mächtige Gruppe, die nach noch mehr Macht strebt, dazu ihre Handlanger wie die Mainstream-Medien und auf der anderen Seite das Volk, das gnadenlos über den Tisch gezogen wird. Ganz zentral dabei ist das Mittel der Personalisierung und Personifizierung gesellschaftlicher Vorgänge. Das heißt, alles wird auf ein paar wenige böse und mächtige Übeltäter zurückgeführt. Verschwörungstheorien suggerieren dabei eine bestimmte Logik und innere Stimmigkeit, die in der Wirklichkeit in der Regel gar nicht existiert. Das heißt, es werden alle möglichen Fakten, die man findet, in kausale Zusammenhänge gesetzt, wo oft gar keine bestehen. Genauso werden vermeintliche oder echte Verbindungen zwischen mächtigen Personen aufgezeigt und daraus wird dann geschlussfolgert, dass diese Personen unter einer Decke stecken müssen und sich verschworen haben. Alles wird miteinander verknüpft, Zufälle werden bestritten, die gibt es in einer Verschwörungstheorie in der Regel nicht. Verschwörungstheorien erscheinen dadurch oft plausibel, auch weil sie immer an reale Fakten anknüpfen und eben oft unzählige Quellen und Belege anführen, Aussagen vermeintlicher Experten, Insider etc. Aber das sind eben immer nur diejenigen Fakten, die in diese Theorie hineinpassen. Eine extrem selektive Auswahl ist das. Alles andere wird ausgeblendet und multikausale Erklärungen gibt es in der Welt der Verschwörungstheoretiker nicht. Sie sind deshalb oft nur auf den ersten Blick plausibel, auf den zweiten sind Verschwörungstheorien oft widersprüchlich, weil es tatsächlich immer auch Fakten gibt, die diesen Theorien widersprechen. Derartige widersprechende, gegenteilige Fakten
werden aber oft sogar als Regierungspropaganda oder Lügen abgetan. Die Parole Lügenpresse ist ja auch in vieler Munde in der letzten Zeit. Und oft werden diese Fakten, diese Lügen, diese angeblichen, oft sogar als Beweis für die jeweilige Verschwörungstheorie noch angeführt und in diese Theorie eingepasst. Zum Beispiel mit der Behauptung, dass es sich um falsche Fährten handelt, mit denen etwas vertuscht werden soll von offizieller Seite. Der äußere Schein, die offizielle Darstellung von Ereignissen, wird dabei oft ins genaue Gegenteil verkehrt. Beispiel Terroranschläge vom 11. September. Aus dem Anschlag islamistischer Attentäter wird eine Verschwörung der US-Regierung gegen den Islam gemacht. Wie kommen Verschwörungstheoretiker nun auf ihre Theorien? Sie gehen immer von der gleichen Leitfrage aus, cui bono, sprich, wem ein Ereignis nützt, der muss es auch verursacht haben. Und um diese These zu untermauern, werden dann ausgeklügelte Begründungszusammenhänge konstruiert. Verschwörungstheoretiker stellen also nur scheinbar offene Fragen, die Antworten und damit auch die Schuldigen, die stehen für sie immer schon vorher fest. Es sind also selbsterfüllende Prophezeiungen, es wird auf einen vermeintlichen Täter geguckt und dann eben alles gesammelt, was die These seiner Täterschaft stützt, vermeintliche Fakten, Verbindungen zu anderen Akteuren und so weiter. Nun könnte man einwenden, wo ist das Problem? Verschwörungstheoretiker leisten doch auch vielleicht eine wichtige Arbeit, weil sie recherchieren, Aufklärung leisten, einen anderen Blick auf die Dinge werfen. Aber Verschwörungstheorien unterscheiden sich von normalen Deutungsversuchen, von Spekulationen und Fragen oder von Kritik ganz erheblich, weil es eben geschlossene ideologische Welterklärungen sind, die Widersprüche und gegenteilige Beweise gar nicht zulassen. Sie dienen also nicht der Aufklärung, sondern ihre Funktion liegt in der Sinnstiftung und Weltdeutung. Sie liefern fertige Erklärungen und ordnen unverstandene, unfassbare Ereignisse in eine geschlossene Weltanschauung ein. So erleichtern sie es, Widersprüche auszublenden und das Weltgeschehen scheinbar zu verstehen. Alles erscheint auf einmal ganz einfach und logisch. Die Verschwörungstheorie von Andreas Schlüter zur Silvesternacht in Köln zeigt beispielhaft, wie das funktioniert. Die Vorfälle werden als Inszenierung abgetan und die offizielle Version von den Ereignissen komplett umgedreht. Tatsächlich hätten hier wohl die USA ihre Hand im Spiel, wie auch hinter vielen anderen negativen Ereignissen der letzten Zeit, wie den Terroranschlägen von Paris, dem Germanwings-Absturz, dem VW-Skandal und so weiter. Schlüters Grundbehauptung ist dabei, dass Deutschland, Frankreich und Russland den Konflikt mit der Ukraine runterfahren wollten. Keine Ahnung, wie er darauf kommt, und dass das den USA eben ein Dorn im Auge sei. Das ist seine Grundthese und deshalb ja auch die vielen hässlichen Vorfälle, die dann wohl als Bestrafungsaktion oder auch Drohgebärde von Seiten der USA zu deuten seien. Ernsthafte Belege, seriöse Quellen für diese Behauptung sind Fehlanzeige. Was aber ist das Problem? Könnte man einwenden, sollen sich Leute wie Schlüter doch ihre Theorien zurechtbasteln? So einfach ist es aber nicht, denn diese Verschwörungstheorien knüpfen immer an bestimmte gesellschaftliche Stimmungen, an Ressentiments und Vorurteile an, hier an den Anti-Amerikanismus, und sie schüren und verstärken diese Ressentiments. Das macht sie so gefährlich. Der Verschwörung werden eigentlich immer die gleichen Gruppen und Personen beschuldigt, Geheimdienste und Geheimbünde, deren geheimes Wirken, das liegt in der Natur der Sache, regt natürlich zu Spekulationen an. Das ist oft auch legitim. Dann Mächtige in Politik und Wirtschaft, die ebenfalls reale Macht haben, das Argwohn hervorruft und natürlich auch oft zu berechtigter Kritik anregt. Immer wieder sind es allerdings pauschal Amerika oder die Amerikaner oder die Juden und der jüdische Staat Israel. Warum trifft es die Juden? Der Antisemitismus macht die Juden zum prädestinierten Opfer von Verschwörungstheorien. Von den Antisemiten werden sie mit bestimmten Wesenseigenschaften in Verbindung gebracht, mit Macht, Geschäftstüchtigkeit, Gerissenheit, Schleue, Intellektualität, Zusammenhalt. Das heißt, es wird suggeriert, dass alle Juden für ein Ziel arbeiten würden und die gleichen Interessen vertreten, ob es sich jetzt um deutsche oder amerikanische Juden handelt oder Israelis, um religiöse oder nicht religiöse Juden. Die Juden werden also in der Regel als
übermächtig und bedrohlich imaginiert, nicht als minderwertig wie beim gewöhnlichen Rassismus, bedrohlich für uns, das Volk, beziehungsweise für alle Völker der Welt, die von den Juden angeblich unterwandert und beherrscht werden. In der antisemitischen Weltsicht werden die Juden demzufolge für alle möglichen, als negativ empfundenen Dinge verantwortlich gemacht, für alles Unglück. Das war im Mittelalter so, als man ihnen vorgeworfen hat, für die Pest verantwortlich zu sein, hinter Brunnenvergiftungen oder Ritualmorden zu stecken. Im 19. Jahrhundert, als die Gesellschaft industrialisiert und modernisiert wurde, als die alten Strukturen sich auflösten und die Juden scheinbar davon profitierten und dann eben als Drahtzieher hinter diesen gesellschaftlichen Entwicklungen vermutet und angeklagt wurden. Man kann den Antisemitismus also als ideologisches Welterklärungsmuster in der Moderne bezeichnen. Zum Ausdruck kam diese Weltsicht vor allem in den Protokollen der Weisen von Zion, einem üblen antisemitischen Pamphlet, das bis heute, muss man sagen, weltweit Verbreitung hat, wo im Grunde die Entwicklung der gesamten modernen Gesellschaft den Juden zugeschrieben wird und auch in den Wirren der Weimarer Republik oder im NS. Das ist bekannt, wurde ja vor allem gegen die sogenannte jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung gekämpft. Die Juden wurden sowohl hinter der Sowjetunion als auch hinter den USA gewittert. Warum beziehen sich Verschwörungstheorien nun auch so oft auf Amerika? Der Anti-Amerikanismus, der ist ganz ähnlich strukturiert wie der Antisemitismus vom Denkmuster her. Es ist ein Deutungsmuster, mit der sich scheinbar die Welt erklären lässt. Dabei geht es selten um Amerika selbst, sondern Amerika dient vor allem als Projektionsfläche. Es wird meist als komplettes Gegenbild oder Modell zu Deutschland oder Europa imaginiert. Dabei wird den angeblich schlechten, verderbten amerikanischen Eigenarten in einer dualistischen Weise immer ein positives Eigenbild von Deutschland oder Europa gegenübergestellt. Beispielsweise die organische, gewachsene Volksgemeinschaft und Tradition in Deutschland oder Europa gegen die künstliche, zusammengewürfelte und dekadente Gesellschaft der USA oder auch die deutsche Hochkultur, Tiefgründigkeit und Echtheit gegen oberflächliche Unterhaltung und Hollywood, ehrliche und schaffende Arbeit gegen Profitgier, Geschacher und Spekulation in Amerika oder eben vermeintlich europäischer Pazifismus und Menschenrechtsorientierung gegen die amerikanische egoistische Machtausübung, Gewalt und Weltmachtstreben. Hintergrund dieser Ressentiments ist, das ist historisch gewachsen. Die USA sind keine Abstammungsnation, sondern eine Einwanderungsgesellschaft, die vor allem im 19. Jahrhundert rasant gewachsen ist. Die amerikanischen Einwanderer haben die alte Welt Europa mit ihren Traditionen hinter sich gelassen. Sie waren deshalb offen für Modernisierung und Demokratie. Der Kapitalismus konnte sich dort vielerorts ungebremster und sichtbarer durchsetzen. Die USA waren oft Vorreiter dieser Entwicklung und sind seit dem 20. Jahrhundert auch weltpolitisch eine Macht. Das heißt aber eben nicht im Umkehrschluss, dass der Kapitalismus oder die wirtschaftliche Globalisierung typisch amerikanisch seien oder dass die USA die ganze Welt nach ihren Vorstellungen lenken. Weil die USA aber ohne Frage mächtig sind, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch und kulturell, werden sie oft als alleinige Verursacher und Schuldige ausgemacht, die die Welt nach ihrem Gusto umformen und uns ins Unglück stürzen würden. Dabei wird die Verantwortung für bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen nach außen abgeschoben. Das heißt, alle möglichen negativen oder abgelehnten Entwicklungen werden auf Amerika projiziert und das Eigenkollektiv, also Deutschland, Europa, das wird im gleichen Atemzug aufgewertet. Es erscheint als moralisch höherwertig und zugleich als Opfer der vermeintlichen Umtriebe Amerikas. Und deshalb das besagte dualistische Bild, die gegen uns, Amerika gegen Europa oder Deutschland. In diesem Sinne ist auch der Anti-Amerikanismus ein ideologisches Welterklärungsmuster in der kapitalistischen Moderne. Verschwörungstheorien spitzen dieses Deutungsmuster noch zu. Demnach steckt Amerika als Drahtzieher und Strippenzieher hinter allen möglichen Krisen, Kriegen und anderen unvorhergesehenen Ereignissen und wir in Deutschland oder Europa, beziehungsweise die Völker der Welt überhaupt, sind die armen, unschuldigen Opfer. In dieser Hinsicht ähneln sich Anti-Amerikanismus und Antisemitismus, beide Ressentiments
eignen sich von ihrer Gedankenstruktur her perfekt, um Verschwörungstheorien zu befeuern. Ja, nach diesen grundlegenden Bemerkungen komme ich nun zu einigen aktuellen Beispielen aus der jüngeren Zeit für solche Verschwörungstheorien. Dabei wird sich zeigen, dass derartige Welterklärungen eben leider nicht nur bei Spinnern verbreitet sind, sondern dass das bis in die Mitte der Gesellschaft hineingeht. Das haben wir nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gesehen. Da wurde schon kurz nach den Anschlägen behauptet, es ist alles ganz anders als offiziell gesagt. Die US-Regierung, die CIA oder der israelische Geheimdienst Mossad stecken dahinter. Vor allem im Internet wurde und wird bis heute wild spekuliert, in Sachbüchern wie diesen hier, die die Bestsellerlisten gestürmt haben und sich in Buchläden gestapelt haben. Und auch in der jüngsten Ukraine-Krise sind wieder jede Menge Verschwörungstheorien im Umlauf, ganz besonders krass bei den sogenannten Montagsdemos, die seit 2 Jahren in vielen deutschen Städten laufen. Hier ein Beispiel vom Mai 2014 in Berlin. Ein Plakat, das zeigt, wie die USA Europa angeblich zum Krieg treiben und damit letztlich die ganze Welt in ein gefährliches Pulverfass verwandeln. Also die USA zündeln mit dem Mittel der EU sozusagen an der Welt. Ja, warum das alles? Warum lassen wir, die Deutschen, das mit uns machen, so benutzt zu werden? Auch dazu ein Beispiel von den Montagsdemos aus Berlin vom April 2014. Ein Transparent mit der Aufschrift 70 Jahre Besatzung Deutschlands sind genug, USA go home. Das ist ein Kernelement antiamerikanischer Verschwörungstheorien, das Bild, dass Deutschland immer noch besetzt sei und ein hilfloses Opfer bzw. ein Vasall der USA, nicht selbstständig, sondern ein Marionettenstaat, den Amerika ganz nach Belieben dirigieren kann. Auch der Sänger Xavier Naidoo vertritt ja bekanntermaßen derartige Ansichten. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem ARD-Morgenmagazin vom Oktober 2011. Kommen wir mal auf den Song Freiheit. Also ihr singt ja Facetten von Freiheit. Sind wir denn in Deutschland frei, eurer Ansicht nach? Das war eine Frage. Ja, natürlich. Aber nein, wir sind nicht frei. Wir sind immer noch ein besetztes Land. Deutschland hat keinen Friedensvertrag und dementsprechend ist Deutschland auch kein erstes Land. Und 2+4-Vertrag sind wir aber... Das ist kein Friedensvertrag. Okay, jetzt wollen wir diesen Teil. Jetzt könnt ihr euch freuen. Schon bei Maischberger. Ja, das heißt, hier schwingt auch ein starker nationalistischer Impuls mit rein. Deutschland kann nicht, wie es will. Es ist unfrei, weil die Alliierten hier alles diktieren, vor allem die Amerikaner. Das hat Naidoo auch behauptet, als er am 3. Oktober 2014, dem Tag der deutschen Einheit, bei einer Demo der sogenannten Reichsbürger vor dem Berliner Kanzleramt aufgetreten ist. Die Reichsbürger sind ja eine krude Gruppe von Leuten, von esoterisch bis rechtsextremistisch, die Existenz der Bundesrepublik nicht anerkennen und behaupten, das Deutsche Reich würde fortbestehen, sei aber eben besetzt. Und Xavier Naidoo sagt auf dieser Demo Folgendes. Und ich habe mich mein ganzes Leben lang dazu verpflichtet gefühlt, das ernst zu nehmen, was ich im Fernsehen gehört habe, dass so etwas nie wieder passieren darf. Und wir müssen uns, glaube ich, in ein paar Jahren alle die Frage gefallen lassen von unseren Kindern. Und darum geht es uns. Muss es uns, glaube ich, wirklich gehen. Wo wart ihr denn? Habt ihr das nicht gesehen? Spätestens seit dem September 2001. Das war der Warnschuss. Wer das als Wahrheit hingenommen hat, was darüber erzählt wurde, der hat den Schleier davon genommen. Ganz einfach. Und alles, was bei dem passiert ist, hat nur zum dazu beigetragen, dass wir uns weiter voneinander entfernt haben, dass noch mehr Blut geflossen ist und dass die Richtung, die wir eingeschlagen haben, absolut die falsche ist. Das ist ganz klar. Aber, und jetzt kommen wir zu meinem letzten Punkt, den ich machen will. Ich komme aus einer Gegend, wo ich mein ganzes Leben lang die amerikanische, es gibt natürlich auch andere Besatzungen, aber die habe ich immer ganz klar vor Augen gehabt. Ich hatte ganz viele Freunde. Wir waren ganz oft bei ihnen in der Kirche und ich habe natürlich erst später in meinem Leben verstanden, dass das eine Macht ist, die ja, zum einen ganz tolle Menschen hier nach Deutschland gebracht hat, aber zum anderen auch dafür gesorgt hat, dass in Rammstein Atombomben stationiert sind und dass aus Rammstein Drohnen
geflogen werden oder gesteuert werden, die tatsächlich Menschen töten. Und wenn es wirklich stimmt, dass Deutschland diese ganze Sache mit 30 oder noch mehr Milliarden unterstützen muss im Jahr, dann frage ich mich, ob das wirklich sein muss, ob wir nicht die Möglichkeit haben, das zu beenden. Und deswegen ist es für mich ein Traum, hier zu stehen. Ja, also erstmal die Verschwörungstheorie, dass 9/11 von den USA selbst inszeniert wurde, eine große Lüge. Und dann, dass die Anschläge zum Vorwand für alle möglichen Kriege genutzt worden seien und wir damit drinstecken würden, weil wir die Atomwaffen der Amerikaner hier haben und auch noch mit Milliardenbeträgen unterstützen würden. Keine Ahnung, wie Naidu auf diese Zahl kommt. Und dann eben seine Forderung, wir müssten stärker und eigenständiger werden, den USA die Krallen zeigen, die Vergangenheit unter der alliierten Besatzung endgültig hinter sich lassen und das alles pikanterweise mit der Begründung, er hätte die Lehren aus der deutschen Nazi-Vergangenheit gelernt, dass sich so etwas nicht wiederholen dürfe. Auch hinter der Flüchtlingskrise wittern jetzt viele Verschwörungstheoretiker die USA. Zum Beispiel der Publizist Ludwig Watzal, ein ehemaliger Mitarbeiter der Bundeszentrale für politische Bildung. Der schreibt dazu in seinem Blog, dass es Meldungen gebe, Zitat, nach denen die USA pro Flüchtling den internationalen Schleuserbanden Tausende von Euro zahlen, um Europa politisch zu destabilisieren, um es willfähriger für weitere US-Eroberungskriege, wie zum Beispiel in der Ukraine, zu machen. Es scheint, als seien die gleichen Hintermänner am Werk, welche die Ukraine ins Chaos gestürzt haben. Zum Beleg für diese Behauptung verlinkt Watzal auf die Meldung eines russischen Nachrichtenportals, in der ausgerechnet Russlands Präsident Putin mit einer entsprechenden Behauptung zitiert wird. Und ja, wie glaubwürdig das als Quelle ist, mag jeder selbst beurteilen. Um den Ukraine-Konflikt ranken sich auch noch jede Menge weiterer Verschwörungstheorien, zum Beispiel der linken Politiker Dieter Dehm, der sagte zur Rolle der deutschen Medien im Ukraine-Konflikt, Zitat, Teile der deutschen Medien sind komplett in den Händen der US-Geheimdienste und anderer Geheimdienste. Sie arbeiten sehr eng zusammen mit ihnen. Und im Moment wollen manche von ihnen den Konflikt in der Ukraine vertiefen und deshalb drängen die Medien die Regierung. Sprich, die schwarz-rote Bundesregierung handelt nicht aus eigenem Antrieb, sondern wird von den deutschen Medien getrieben, die wiederum von US-Geheimdiensten gesteuert würden. Der Journalist Peter Schollatour, der 2014 verstorben ist im Sommer, sah das ganz ähnlich. Der sagte im Frühjahr 2014 zum Streit um die Ukraine im Gespräch mit dem Tagesspiegel, Zitat, da spielen die USA verrückt im Moment, die führen den Kalten Krieg fort. Wir regen uns zu Recht über die NSA auf. Aber man müsste schon sehr naiv sein, um nicht zu wissen, dass diese Überwachung stattfindet. Das größere Problem sind Fabriken der Desinformation. Ob sie sich nun in North Carolina, London oder Israel befinden. Die zielen auf deutsche und europäische Medien. Und das klappt. Von der Taz bis zur Welt. Ein Unisono, was die Ukraine betrifft. Sprich, deutsche und europäische Medien werden manipuliert, und zwar von außen, aus den USA, Israel und Großbritannien, das für ihn offenbar nicht wirklich zu Europa zählt. Das sind die Täter und wir nur unschuldige Opfer. Auffällig ist, dass Schollatour hier wie aus dem Nichts Israel erwähnt. Was hat Israel eigentlich mit dem Ukraine-Konflikt zu tun? So könnte man fragen. Tatsächlich lässt sich das hier wohl nur mit einem antisemitischen Weltbild erklären. Diese Verbindung von antiamerikanischen und antisemitischen Verschwörungstheorien, die ist weit verbreitet. Und auch die zeigt sich besonders deutlich auf den Montagsdemos. Hier im Folgenden ein kurzer Ausschnitt aus einer Rede von Jürgen Elsässer, der früher mal Konkret und Junge Weltredakteur war und heute das rechtsextreme Kompakt-Magazin herausgibt. Er spricht hier auf der Berliner Demo im April 2014 über die Herrschaft der von ihm sogenannten internationalen Finanzoligarchie, die das Volk abzocken und zum Krieg aufhetzen würde. Und internationale Finanzoligarchie, das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt. Deswegen möchte ich mit Herrn Brecht sagen, das Verbrechen hat Name und Anschrift und Telefonnummer. Und man kann doch durchaus einige Namen nennen. Wer gehört denn zu dieser Finanzoligarchie? Die Herren Rockefeller, Rothschild, Soros, Schodorkowski, das englische Königshaus und das saudische Königshaus.
Und warum soll es Antisemitismus sein, wenn man darüber spricht, wie diese winzig kleine Schicht von Geldaristokraten die Federal Reserve benutzen, um die ganze Welt ins Chaos zu stürzen? Ja, ganz klar, also hier das verschwörungstheoretische Bild. Wir und die ganze Welt werden vom jüdisch-amerikanischen Finanzkapital beherrscht. Der Antisemitismus, der äußert sich dabei allein über die Namen, die Elsässer in die Runde wirft, wie Rothschild, Soros und Radakowski, oder über Schlagworte wie Geldherrschaft und Finanzoligarchie. Das sind Begriffe, die einschlägig konnotiert sind und sofort verstanden werden in dieser Szene. Denn es ist ein verbreitetes Bild, dass die Juden in Amerika eine geradezu unheimliche Macht hätten und die Politik in ihrem Sinne dirigieren würden. Aber auch offener Antisemitismus ist in diesem Milieu immer wieder anzutreffen, zum Beispiel bei den Demos der Gruppen Pegada, patriotische Europäer gegen die Amerikanisierung des Abendlandes, oder auch Endgame, engagierte Demokraten gegen die Amerikanisierung Europas. Das sind so eine Art Pegida-Ableger, bei denen Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger und Neonazis vereint marschieren. Hier ein Beispiel vom März 2015 aus Hannover. Dieses Transparent: Besatzer raus, wir zahlen nicht für eure Kriege. Und dazu dann die US- und die Israel-Flagge. Also die Behauptung, die USA und Israel führen Kriege und wir sind nicht frei, sondern müssen blechen. Hier tritt der Antisemitismus ganz unverblümt auf. Das ist allerdings ein Bild, das auch in seriösen Medien immer wieder kolportiert wird. Hier ein Beispiel aus der Süddeutschen Zeitung von 2013. Es handelt sich um eine Buchrezension, in der die deutschen Waffenexporte an Israel kritisiert werden. Und der Artikel, der ist nun mit einer Karikatur bebildert, die der Zeichner übrigens zu einem ganz anderen Anlass geschaffen hat. Und die SZ druckt diese Karikatur hier ab mit folgender Unterzeile, Zitat: Deutschland serviert, seit Jahrzehnten wird Israel teils umsonst mit Waffen versorgt. Israels Feinde halten das Land für einen gefräßigen Moloch. Also Israel als gefräßiges Monster, das bereitwillig von Deutschland gefüttert wird. Ganz ähnlich liest sich das in einem Kommentar des Publizisten Jakob Augstein auf Spiegel Online von 2012. Augstein schreibt dort zu den deutschen Waffenexporten nach Israel, Zitat: Israel bekommt das, was es will. Und dafür muss Israel nicht einmal zahlen. Denn wenn es um Israel geht, gilt keine Regel mehr. Politik, Recht, Ökonomie, wenn Jerusalem anruft, beugt sich Berlin dessen Willen. Also ein typisches Bild des sekundären Antisemitismus nach dem Holocaust. Israel hat Deutschland aufgrund der NS-Geschichte und der aus dem Holocaust resultierenden Schuld in der Hand und kann sich vermeintlich alles erlauben. Es missbraucht sozusagen die Geschichte der Judenverfolgung, um Deutschland zu erpressen. Und Deutschland macht sich zum Büttel, beugt sich bedingungslos dem israelischen Willen. In einem weiteren Kommentar weitet Augstein dieses Bild noch aus. Dort schreibt er, Zitat: Mit der ganzen Rückendeckung aus den USA, wo ein Präsident sich vor den Wahlen immer noch die Unterstützung der jüdischen Lobbygruppen sichern muss, und aus Deutschland, wo Geschichtsbewältigung inzwischen eine militärische Komponente hat, führt die Regierung Netanyahu die ganze Welt am Gängelband eines anschwellenden Kriegsgesangs. Sprich, in Deutschland ist es die NS-Geschichte, in den USA die jüdischen Lobbygruppen mit dem gleichen Effekt. Israel hat die Welt am Gängelband und treibt sie in den Krieg. Das Bild, dass Israel und Amerika die Welt mit Kriegen überziehen und ins Chaos stürzen, ist heute quer durch die Gesellschaft verbreitet, bis hinein ins deutsche Fernsehkabarett. Dazu ein Beispiel aus der Sendung Mitternachtsspitzen im WDR-Fernsehen vom Mai 2015. Der Kabarettist Uwe Steimle prangert dort zunächst den Krieg in der Ukraine an, den die Amerikaner losgetreten hätten, und sagt dann, dass auch die jüngste Flüchtlingswelle nach Europa nicht wäre, wenn es die Kriege im Nahen Osten und in Afrika nicht geben würde. Und wieso zetteln die Amerikaner und Israelis die Kriege an und wir dürfen als Deutsche die Scheiße bezahlen? Was passiert hier? Wo ist der Aufstand der Anständigen? Also wieder mal das bekannte Bild: Amerika und Israel stecken hinter allem Unheil der Welt und wir, die Deutschen, sind die Angeschmierten, die auch noch dafür blechen müssen. Am Pranger stehen dabei meist auch die verhassten Mainstream-Medien, die sogenannte Lügenpresse, die die Menschen auf Linie bringen würde. In dieses Horn stößt beispielsweise auch der Entertainer Didi Hallervorden.
Zu seinem 80. Geburtstag im letzten Jahr hat Hallervorden einen Videoclip veröffentlicht, Ihr macht mir Mut in dieser Zeit. Daraus möchte ich jetzt noch einen kürzeren Ausschnitt zeigen. Manche Zeilen sind etwas schnell gesprochen oder schwer verständlich, deshalb blende ich anschließend nochmal den Text ein. Wenn die Börse wieder kracht, ehe nicht bleibt die Bande macht, willst du ein offenes Wort riskieren und Spekulanten kritisieren? Hängt ein Shitstorm gleich an dir, magst du Netanyahu nicht? Bist du schnell an die Simit? Super coole Hochbar-Profis, für die sind wir alle Doofies. Immer eilen, nicht entfallen, geil auf keine Totschlagzeilen. NFL, was schon die Frage lag, im Schlafzimmer von Merkel, wo wird Freiheit heute Nacht auch vom BND bewacht? Du schießt ihm das nicht ein, anti-amerikanisch sein. Wer rutscht auf seine Knie, dem Angebot ist auch verziehen. Du stehst in der Zeitung drin, was glauben wir denn? Wie blöd wir sind. Wir machen gut in dieser Zeit. Es tut einfach gut, dass ihr hier seid. Ja, soweit dieser Ausschnitt. Didi Hallervorden benennt hier Punkte, die man natürlich kritisieren kann. Die Bankenmacht, die Geheimdienstüberwachung, die reißerische Berichterstattung vieler Medien. Aber dabei brechen eben die Ressentiments nur so aus ihm raus gegen Spekulanten und das angebliche Meinungsdiktat durch Juden und Amerikaner, die jeden mundtot machen würden, der Kritik übt und sich der Propaganda der Mainstream-Medien widersetzt. Und das Zaubermittel, das sei dabei eben der Antisemitismus bzw. der Anti-Amerikanismus-Vorwurf. Also wieder mal das alte projektive, dualistische Bild, die Bedrohung kommt von außen, aus Amerika und Israel, die deutschen Medien machen willfährig Propaganda, nur wir hier unten, Didi Hallervorden und seine Freunde und Fans, die halten zusammen, die haben das Spiel der Mächtigen durchschaut und entlarven die großen Lügen. Ich will jetzt aber nochmal einen Schritt zurücktreten und die Frage in den Raum stellen, sind die USA nicht tatsächlich eine Weltmacht, die ihre Interessen oft ohne jede Rücksicht durchsetzt? Und muss man das nicht kritisieren dürfen? Oder auch Lobbygruppen und regierungshörige oder schlicht unkritische Medien, darf man das nicht auch anprangern? Ich möchte ganz klar sagen, natürlich, das kann man selbstverständlich kritisieren. Das Problem bei den genannten Beispielen ist allerdings, dass die Maßstäbe hier völlig verrutschen. Amerika wird zum Grundübel erklärt, das fast automatisch hinter einer Krise oder einem Krieg gewittert wird. Beispiel Ukraine. Dort wird völlig außer Acht gelassen, dass es zuerst Russland und die EU waren, die in dem Konflikt Stellung bezogen haben. Und was die Rolle Israels und seiner Lobbyisten in Washington und Berlin angeht, so muss man sagen, die Behauptung, dass die Israel-Lobby oder gar die jüdische Lobby die Politik der USA oder Deutschlands steuert, das ist eine wahnhafte Übersteigerung, die auf einem verschwörungstheoretischen Weltbild aufbaut. Den Juden wird dabei eine quasi übernatürliche Macht und zersetzerische Gefährlichkeit zugeschrieben. Die Welt liegt demnach im Chaos und wir, also Deutschland oder Europa, sind die Opfer der Umtriebe Amerikas und Israels bzw. von deren Streben nach Weltherrschaft. Ich will nun noch auf einen anderen Bereich etwas tiefer eingehen, nämlich auf die Wirtschaft. Hier sind nämlich ebenfalls verschwörungstheoretische Denkansätze weit verbreitet, wobei der Antisemitismus seltener direkt zum Vorschein kommt, sondern vor allem indirekt in Form von Denkmustern, Sprachbildern oder Stereotypen, die aus dem Antisemitismus bekannt sind und die sich nun im Anti-Amerikanismus wiederfinden. Angeprangert wird dabei vor allem das Finanzkapital, Finanzinvestoren oder sogenannte Hedgefonds, die für Entlassungen, Kahlschlag, Sanierungen oder Wirtschaftspleiten allein verantwortlich seien. Und in der Regel werden diese Investoren in Amerika und Großbritannien verortet und als etwas betrachtet, was uns eigentlich völlig wesensfremd sei. Obwohl die Geschäfte von Finanzinvestoren auch in Deutschland gefördert und finanziert wurden und werden, die deutschen Sparer und Anleger wollen natürlich auch hohe Zinsen und investieren in solche Fonds. Die IG Metall suggeriert hier auf ihrer Mitgliederzeitschrift Metall, die Ausgabe ist von 2005, Reichweite 3 Millionen Leser, allerdings das Gegenteil. Also die amerikanische Stechmücke, die amerikanischen Finanzinvestoren, die die deutsche Wirtschaft wie Parasiten aussaugen wollen. Im Heft Inneren heißt es dann, die Plünderer sind da. Also diese
Mückenplage, die fliegt auf die deutschen Fabriken zu mit ihren Geldköfferchen. Im Text werden dann das Zitat asoziale Verhalten und die Renditegier von US-Firmen gegeißelt. Weiter heißt es, sie kaufen deutsche Firmen auf, saugen die Euros aus den Betrieben ohne Rücksicht auf Menschen und Regionen, wie Mücken das Blut, um den Rest dann weiter zu verscherbeln. Also wieder eine dualistische Gegenüberstellung vom raffenden amerikanischen zum schaffenden deutschen Kapital, ungesunde böse Kräfte, die aus Amerika kommen, die aus gesunden deutschen Unternehmen Geld saugen. Diese Metaphorik ist hinlänglich aus dem Antisemitismus bekannt. Die USA erscheinen hier als zerstörerischer, geldgieriger Übeltäter und Deutschland als Opfer. Nun ist das zwar Anti-Amerikanismus pur, aber noch keine handfeste Verschwörungstheorie, aber auch dafür gibt es immer wieder Beispiele, etwa bei der Weltfinanzkrise ab 2008. Hier ein Zitat aus der ARD-Sendung Anne Will vom 19.10.2008. Dort war unter anderem der evangelische Bischof Wolfgang Huber zu Gast und er wurde nun gefragt, ob es ihm nicht unangenehm sei, dass die evangelische Kirche in Oldenburg in diese Pleitebank Lehman investiert hat. Da hatte sie offenbar für 4,3 Millionen Euro Papiere gekauft. Und Bischof Huber sagte dann Folgendes, Zitat, die oldenburgische Kirche hat nicht etwa unverantwortlich gehandelt, sondern sie hat auf ein Produkt gesetzt, das sich als falsch erwiesen hat, weil etwas eingetreten ist, womit kaum jemand gerechnet hatte. Nämlich, dass die amerikanische Regierung Lehman Brothers hat fallen lassen. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen beunruhigt, wenn jemand sagt, das hat die amerikanische Regierung auch deshalb gemacht, weil dabei das Risiko der Europäer, die so stark in Lehman Brothers investiert hatten, mit betroffen war, während man andere Banken gerettet hat. Also kein eigener Fehler, dieses Investment. Die Lehman-Pleite wird im Gegenteil als bewusster Akt gegen Europa dargestellt, weil eben europäische Anleger überdurchschnittlich von dieser Pleite betroffen seien, im Gegensatz zu anderen amerikanischen Banken. Belege führt er hier überhaupt keine an. Er sagt nur, jemand hätte gesagt, dass das so gewesen sei. Also eine Verschwörungstheorie, relativ klar, um vom eigenen Versagen bzw. dem der evangelischen Kirche abzulenken. Wilde Spekulationen waren auch zu hören, als sich 2011 die Euro-Krise immer mehr zuspitzte und Staaten wie Griechenland, Portugal oder Spanien von den Ratingagenturen immer weiter herabgestuft wurden. Zum Beispiel vom CDU-Politiker Elmar Brok, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament. Der wurde von der Zeitung Die Welt gefragt, was denn wohl hinter dieser Herabstufung wichtiger Euro-Länder durch die US-Ratingagentur Standard & Poor's stecken würde. Und er antwortet, Zitat, die Abstufung ist ein gezielter Angriff der US-Ratingagentur gegen Europa. Die haben uns den Währungskrieg erklärt. Dann kommt die Frage, die USA führen einen Finanzkrieg gegen uns? Und die Antwort von Brok, starke Kräfte in den USA, insbesondere aus der Finanzwirtschaft. Es geht ihnen offenbar einzig und allein darum, auf diese Weise angelsächsische Interessen gegen Europa durchzusetzen. Sie wollen die Eurozone zerschießen, um Geld daran zu verdienen. Um es klar zu sagen, natürlich ist es völlig legitim, die Ratingagenturen zu kritisieren, die Kriterien, auf denen die Ratings basieren, oder auch die Spekulation auf Unternehmenspleiten oder sinkende Währungskurse. Aber daraus eine Verschwörungstheorie zu zimmern, dass die USA oder sogenannte starke Kräfte aus der amerikanischen Finanzwirtschaft hier gezielt gegen Europa schießen würden, das erscheint mir absurd. So aber entsteht mal wieder das bekannte Bild, die Amerikaner haben uns in der Hand, sie zerstören unsere Wirtschaft im eigenen knallharten Interesse und wir in Europa sind die armen Opfer, die für die Misere überhaupt nichts können. Dabei ist das Grundproblem doch, dass Staaten und eben auch europäische Staaten sich auf den Finanzmärkten viel Geld leihen und sich hoch verschulden, und zwar völlig eigenverantwortlich. Es ist ein System, das man keinesfalls den USA allein in die Schuhe schieben kann, sondern das im gegenwärtigen Kapitalismus fest verankert ist. Aber den zu kritisieren oder gar zu verändern, das kommt Politikern wie Brok natürlich nicht in den Sinn. Viel einfacher scheint es da, mit dem Finger auf den vermeintlichen Übeltäter Amerika zu zeigen.
Gänzlich absurd werden solche Schuldzuschreibungen im Skandal um die manipulierten Abgaswerte bei VW. Hier nur ein Beispiel, ein Kommentar des populären Börsenmaklers Dirk Müller, auch Mr. DAX genannt, auf NTV. Er sagt dort, Zitat, ist es nicht ein bemerkenswerter Zufall, dass dieses Thema just an jenem Tag in den USA hochkommt, an dem VW dort seinen lang erwarteten neuen Passat vorstellt? Das Fahrzeug, das in den nächsten Jahren den Heimatmarkt von GM und Ford aufwirbeln sollte. Ein frontaler Angriff auf die bisher übermächtige deutsche Automobilindustrie, das Herz der deutschen Wirtschaft, ist die Folge. Sprich, hinter dem Betrugsvorwurf gegen VW steht laut Müller wohl ein US-Angriff auf die deutsche Wirtschaft, denn es kann ja einfach kein Zufall sein, dass der Skandal ausgerechnet zu dem Zeitpunkt losgeht, an dem in Amerika der neue VW Passat vorgestellt werden soll. Der Schuldige scheint also gefunden, ein erleichterndes Gefühl. Aber auch eine ziemlich absurde Deutungsweise, denn dass VW hier systematisch und betrügerisch manipuliert hat, das ist ja eigentlich unbestritten. So aber werden die Verfehlungen bei VW bequem kleingeredet und wir, die Deutschen, mit ihrer grandiosen Automobilindustrie, können sich mal wieder als Opfer der hinterhältigen Amerikaner fühlen. Das letzte Wirtschaftsthema, auf das ich hier eingehen möchte, ist der Streit um das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP zwischen Europa und den USA, das ja bekanntermaßen dazu führen soll, Wirtschafts-, Umwelt- und Verbraucherstandards auf beiden Seiten anzugleichen, um den Handel anzukurbeln. Auch in dieser Debatte gibt es verschwörungstheoretische Deutungsmuster, zum Beispiel in einem Aktionsvideo der deutschen NGO Compact gegen das TTIP, das ich jetzt zeigen möchte. Hallo Europa! Servus! Wir haben was ganz was Tolles für euch! Ach so, und was? Das Freihandelsabkommen! Was ist das? Tja, wir wollen eure Demokratie schwächen und die Industriediktatur stärken! Aha! Ja, super! Ja, zum Beispiel, in Amerika, wir essen genmanipulierte Nahrung, in chlorgereinigtes Hühnerfleisch und Hormonfleisch. Das gibt es dann bei euch auch bald. Da tut der Verbraucherschutz nichts dagegen. Ja, eben nicht. Dann gibt es keine Kennzeichnungspflicht mehr und ihr wisst nicht mal, was ihr fresst. Toll, aber wenn jetzt ein Land sagt, das ist verboten? Ein Traum, man kann die amerikanische Firma euer Land verklagen, weil es zu Profitbeeinträchtigungen kommt. Ja, Moment, von den genmanipulierten Essen, da wird man doch Krebs, oder? Come on, das bisschen Geschwür. Außerdem kurbelt das doch die Pharmaindustrie an. Stimmt auch wieder. Super. Und sonst noch ein paar Details oder so? Details werden streng geheim, nur von Unternehmensvertretern verhandelt. Zum Beispiel von diesem hier. Mit Fracking pumpen wir Gift in euren Boden hinein. Verbraucher und Datenschutz werden Geschichte sein. Eure nickende Landwirtschaft, wir bluten euch auf und holen den letzten Cent aus euch auf. Ja, aber wenn wir das nicht wollen, wir leben schließlich in einer Demokratie. Das Volk, wenn du glaubst, dass du in einer Demokratie lebst. Ja, so mit deinem Mord. Ja, dann gibt's eigentlich nur noch eine Lösung und die ist recht amerikanisch. Ja, welche denn? Uncool! So. Du musst ja nicht gleich jemanden erschießen, aber eine Regierung, die einem solchen Freihandelsabkommen zustimmt, ist inakzeptabel. Unterzeichne noch heute den Campact-Appell für den Verhandlungsstopp. Es ist deine Stimme, dein Leben, deine Entscheidung. Unterzeichnen, weitersagen. Ja, ich will dabei ganz klar betonen, dass man dieses geplante Freihandelsabkommen mit wirklich guten Gründen kritisieren kann. Vor allem die Klagemöglichkeiten von Konzernen vor nicht öffentlichen Schiedsgerichten, die hier angesprochen werden. Aber natürlich auch die Befürchtungen, dass hohe Verbraucher- und Umweltstandards in einigen Bereichen abgesenkt werden können. Aber das betrifft ja auch die Standards in den USA, die dort in einigen Bereichen auch höher sind als die europäischen Standards. Der Gegensatz, der in diesem Film aufgemacht wird, der ist aber wieder mal der alte. Dort in Amerika herrschen die Konzerne, wird die Umwelt verschmutzt und die Gesundheit der Menschen ruiniert. Und hier bei uns in Europa ist es genau andersrum. Noch, so scheint es in dem Video, denn der Klischee-Elvis-Amerikaner sagt dort,
Wir wollen eure Demokratie schwächen und unsere Industriediktatur stärken. Wir bluten euch aus, holen den letzten Cent aus euch raus. Also nicht, dass beide Seiten miteinander verhandeln und dass natürlich auch Europa versuchen wird, so viel wie möglich für sich rauszuschlagen, sondern die amerikanischen Übeltäter, die uns ins Unglück stürzen. Wir als Opfer der Amerikaner. Und das ist eben ein völlig falsches Bild. Dazu kommt, dass ich hier auch wieder die aus dem Antisemitismus bekannte Metapher des geldgierigen Aussaugens findet und das Ganze noch mit dem Holzhammer verdeutlicht durch den amerikanischen Elvis auf der einen und den bayerischen Bauern auf der anderen Seite, der am Ende zur sogenannten amerikanischen Lösung greift, nämlich zur Waffe. Also Kommerz und Waffengewalt auf der einen Seite, ländliche Kultur und Blutgläubigkeit auf der anderen Seite. Eine solche Pseudokritik führt völlig in die Irre, weil sie suggeriert, dass uns das TTIP von bösen amerikanischen Wirtschaftsbossen aufgedrückt werden soll und dass wir in Europa die Opfer des Abkommens sind. Wie auch hier beim Aktionstag gegen TTIP im Oktober 2014 in Wuppertal dieses Transparent deutlich zeigt, also Amerika, das sich ganz Europa einverleibt. Tatsächlich aber wird das Freihandelsabkommen seit Jahren von der amerikanischen wie auch von der europäischen Politik vorangetrieben und natürlich von amerikanischen wie auch von europäischen Konzernen, aber eben von beiden Seiten gleichermaßen. Und eine Kritik daran, die müsste sich hier doch entsprechend nicht gegen die Bedrohung von außen richten, sondern zuallererst an der eigenen Regierung abarbeiten. Aber die anti-amerikanische Lösung, die scheint hier viel einfacher, die Projektion aller negativen Auswüchse auf Amerika. Damit komme ich zum Ende, um es nochmal ganz klar zu sagen. Es hängt natürlich vieles miteinander zusammen und es ist auch völlig legitim, bei umstrittenen Themen in der öffentlichen Debatte zugespitzt zu argumentieren. Allerdings sind die genannten Beispiele alles andere als kritisch und investigativ, weil eben der Konflikt in der Ukraine beispielsweise oder andere Kriege und Krisen auf der Welt hier oft der direkt auf das Wirken amerikanischer Strippenzieher oder gar auf Israel oder die Juden zurückgeführt werden, dass keine alternativen Deutungsmöglichkeiten offen bleiben, sondern oft nur eine Schlussfolgerung möglich ist. Die genannten Bösewichte haben diese Konflikte gezielt angezettelt und wir in Deutschland bzw. Europa sind die Angeschmierten, die hilflosen Opfer, die im Zweifelsfall sogar noch dafür blechen müssen. Damit haben wir hier das klassische verschwörungstheoretische Deutungsmuster, wonach das Weltgeschehen im Geheimen von Juden und Amerikanern manipuliert und kontrolliert wird, die nach grenzenloser Macht streben und dafür über Leichen gehen. Diese Verschwörungstheorien kann man keinesfalls nur als ein Werk von Spinnern abtun, weil sie eben nicht nur bei sogenannten Reichsbürgern auf Montagsmahnwachen oder sonstigen kruden Querfront-Demos verbreitet sind, nicht nur auf Verschwörungsportalen im Netz wie dem Kompakt-Magazin von Elsässer, Cop Online oder anderen bei versprengten linken Politikern, sondern in diffizilerer Form natürlich, aber nicht minder gefährlich, auch in großen und an sich seriösen Massenmedien. Und weil diese Verschwörungstheorien eben auch von Menschen propagiert werden, die sich als kritisch oder aufklärerisch verstehen. Strukturell sind derartige Verschwörungstheorien auch im Bereich der Wirtschaft anzutreffen. Auch hier sind die Merkmale eine klare, bildhafte, personalisierte Geschichte, die Bösen gegen die Guten, die amerikanischen Finanzkapitalisten, die von außen über unsere hilflose Industrie bzw. über den Euroraum herfallen, um überall die Profite rauszusaugen und Zerstörung pur zu hinterlassen. Also eine Projektion wirtschaftlicher Krisen und gesellschaftlicher Ungerechtigkeiten auf Amerika. Übersehen wird dabei, dass die Verhältnisse nicht so simpel sind, sondern vielschichtiger. Und dass sie nicht zuletzt im kapitalistischen Gesellschaftssystem begründet liegen. Aber es ist eben einfacher, gegen amerikanische Finanzkapitalisten und andere vermeintliche Strippenzieher im Hintergrund zu wettern, wie es auch einfacher ist, die USA, Israel oder gar allgemein die Juden für alle möglichen Dinge zu beschuldigen, statt Kritik an der eigenen Regierung zu üben. Ohne Frage, es gibt Komplotte und reale Verschwörungen, Kritik ist wichtig und notwendig, aber ressentimentgeladene Verschwörungstheorien haben damit nichts zu tun. Es ist manchmal schwer, diesen scheinbar einfachen Erklärungen zu widerstehen, aber es gibt meines Erachtens keine Alternative. Denn Verschwörungstheorien schaffen zwar das gute Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen und über die Welt Bescheid zu wissen. Es handelt sich aber eben nicht um echte aufklärerische Kritik, die etwas verändern könnte, sondern um eine Pseudokritik. Denn diese Verschwörungstheorien basieren auf reaktionärem Gedankengut,
Es ist eine konformistische Rebellion, die sich da äußert, weil sie die gesellschaftlichen Machtverhältnisse unberührt lässt und die Übeltäter immer nur woanders sucht. Und das trägt keinesfalls zur Aufklärung oder gar zur Verbesserung der Lebensverhältnisse bei. Und damit bin ich am Ende angekommen und freue mich auf die Debatte. Wir sammeln erst Fragen. Der Beide geht diese Spendenlose ab. Ja, was gibt es für Fragen oder Anmerkungen? Ja, bitte. Ja, bevor ich das Frage stelle, würde ich kurz ein bisschen ausholen. Und zwar haben Sie gesagt, dass Verschwörungstheorien, also wir kamen drüber, eher Verschwörungsideologien, also eigentlich beziehungsweise Spinnereien seien. Und dann habe ich mich nochmal gefragt, was eine Verschwörungstheorie ist. Also es ist zusammengesetzt aus zwei Substantiven. Einmal die Verschwörung, also ein gemeinschaftliches Wirken zu einem geheimen, illegalen oder illegitimen Zweck. Das heißt also, dass meine Mutter oder mein Papa, wenn sie zusammen mir Weihnachtsgeschenke aushängen, im Grunde genommen auch eines oder geheim ein Weihnachtsgeschenke aussuchen, im Grunde genommen auch eine Verschwörung für mich wäre. Und dann noch zur Theorie, das ist ein Modell der Realität, welches auf Beobachtungen, Indizien bzw. Prognosen basiert. Das heißt also, im Grunde genommen ist ja, wenn die Eltern sich zusammenraufen und für ihre Kinder etwas zu fahren und ihren Eltern ein Geschenk zu kaufen und die Kinder wissen das und haben Ahnung. Können Sie bitte den Eltern nach ihrem, das Mikrofon erheben? Kinder nach Verschwörungstheorie. So, jetzt kannst du noch einen Moment? Genau. Wollen wir warten, bis er fertig ist und das einmal testen? Oh, ja. Ja, das ist klar. Aber wir haben das Mikrofon gar nicht ausgewählt. Danke. Okay, und jetzt, ich habe verschiedene Sachen, aber Ukraine ist bei mir hängen geblieben. Sie haben gesagt, dass, also, Ihrer Meinung nach, so wie es rüberkam, hat die USA nichts mit der Ukraine zu tun. Gar nichts. Also im Grunde genommen ist es eine Sache zwischen Russland und Europa. Da möchte ich noch etwas sagen, und zwar George Friedman am 4. Februar 2015 im Chicago Council of Global Affairs selber gesagt, dass die Interessen der USA darin liegt, dass die Beziehung zwischen Deutschland und Russland zu schwächen. Und ein zentraler strategischer Punkt dafür sind die USA. Natürlich auch ein paar andere Balkanländer, aber da liegt die Ukraine. Also die Ukraine ist ein zentraler Punkt, so George Friedman selber, ich könnte Sie noch zeigen, wenn Sie möchten, dass die Ukraine ein sehr wichtiger Punkt ist. Und man kann auch nachweisen, dass die Amerikaner den Maidan mitfinanziert haben. Ist jetzt, da habe ich eine Frage dazu. Ist jetzt Ihrer Meinung nach dann George Friedman ein Verschwörungstheoretiker oder er ist ja selber Amerikaner? Wie erklären Sie das? Ja, also zunächst mal zum Begriff der Verschwörungstheorie. Genau deshalb habe ich es ja am Anfang definiert. Also wenn Sie jetzt mit irgendeiner anderen Behauptung oder These kommen, was das denn jetzt heißt, okay, ich habe es extra definiert, damit wir über das Gleiche sprechen. Und habe auch zum Beispiel explizit gesagt, es handelt sich nicht um eine Theorie im strengeren Sinne, sondern eben um eine Ideologie. Wenn Leute verabreden, wem sie irgendwas zu Weihnachten schenken, dann ist es keine Ideologie, glaube ich. Dann zur Ukraine. Ich habe an keiner Stelle gesagt, dass die USA da gar keine Interessen haben oder damit gar nichts zu tun haben. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass zuerst Russland und die EU sich in diesem Konflikt hervorgetan haben. Und es mag ja sein, dass ein George Friedman oder wer auch immer so etwas behauptet, aber es gibt eben auch viele, viele andere Behauptungen in dieser Welt, die sie eben nicht zitiert haben. Und ich würde auch nie bestreiten, dass die USA Interessen weltpolitisch haben und natürlich auch in der Ukraine oder sonst wo in Europa. Aber Europa hat auch Interessen, die EU hat Interessen, Russland hat Interessen und die kommen in diesen Verschwörungstheorien komischerweise nie vor. Russland, China beispielsweise, klar.
Ne? Also diese Länder, die erscheinen in diesen Theorien immer nur als ja, willenlose Opfer, die da irgendwie reingezogen wurden von den USA. Und das ist das Problem. Andere Fragen oder Punkte? Ich interessiere mich vor allem für das Potenzial für sogenannte Querfrontbewegungen, also inwiefern solche Verschwörungstheorien auch für ein Wählerpotenzial offen ist, das eher linke Parteien wählt. Vielleicht möchtest du dazu noch ein paar Ausführungen machen oder sagen, welche Elemente es gibt an Verschwörungstheorien, die für Linke interessant sind. Dankeschön. Ich kann darauf antworten erstmal. Also natürlich, ja, da gibt es schon einige Anknüpfungspunkte, wie man ja auch gesehen hat. Es waren ja auch Beispiele, die so eher aus dem klassisch linken Spektrum kommen, aus der Linkspartei beispielsweise. Das Problem ist halt immer, wenn es platt wird, sage ich mal, also oben gegen unten, die gegen uns, also wie es da zum Ausdruck kommt. Wir werden alle betrogen, beschissen, vom Mainstream, von der Regierung. Das kommt ja beispielsweise auch in diesen Äußerungen von Dieter Dehm zum Ausdruck, der sagt, unsere Medien werden von den Geheimdiensten gesteuert. Da gibt es natürlich irgendwie Verbindungen auch zwischen links und rechts. Das hat man ja auch auf diesen Montagsmahnwachen gesehen, auf den sogenannten Friedensdemos, wo man sich auch fragt, was für ein Frieden das eigentlich sein soll, wo sich eben vermeintlich linke und knallharte Rechte treffen. Ich würde immer sagen, das kann eigentlich nicht wirklich links sein, wenn man solche Fronten aufmacht. Aber in der Praxis gibt es eben viele Anknüpfungspunkte zwischen so einem platten antiimperialistischen Weltbild dem rechtsextremen Spektrum letztlich. Also wo quasi die Völker oder auch unser Volk von der oberen Elite betrogen und beschissen wird und wo man sich dann gegen zur Wehr setzen muss. Das sind einfach simplifizierende Erklärungen des Weltgeschehens, die in Wirklichkeit, glaube ich, niemand weiterhelfen. Über Verschwörungstheorien können Sie eine eigenständige Lehrveranstaltungsserie machen. Und dann sind sie in einem Jahr immer noch nicht fertig. Das war immer so und bleibt so. Es werden immer Leute versuchen, die anderen über den Tisch zu ziehen. Das Hauptproblem, katastrophale Problem, ist, dass heute die Theorien über Internet in Sekunden um die Welt gehen. Sie haben keine Zeit mehr nachzudenken. Sie werden geschubst, mehr denn je. Mich, ich kann mich nur totlachen über den Schwachsinn, was alles so transportiert wird, gerade von den Medien. Und vor allen Dingen leider auch von den öffentlich-rechtlichen Medien, wo wir dann auch für bezahlen, dass wir da heutzutage und morgen noch schneller, super GAU, schnell, bevor wir überhaupt richtig geschnallt haben, was sein soll, wird es eben funken und blitzen. Es sei denn, sie wachen alle auf endlich und gehen wenigstens alle 4 Jahre mal wählen. Und sie informieren sich vorher persönlich und verlassen sich nicht auf Medien oder Opa und Oma und Tante Erna. Aufwachen. Aber dann haben Sie nicht mehr viel Zeit in Zukunft für so schöne Sachen. Hamburger essen, laute Händchen halten. Ja, vielen Dank für diesen Aufruf. Also geht alles zur Wahl. Meldet euch mal ein in Berlin, damit ihr auch wählen dürft. Ja, das ist aber ein Problem. Das Problem ist Zeit.
Sehen Sie meine Regierung, ich kann da gar nicht so schnell reagieren. Brexit, wer hat denn vom Brexit nicht gelernt? Das ist alles nicht mehr morgen lösbar. Sie sind betroffen. Ich bin Rentner. Habe ich Sorgen, Riesensorgen. Jemand muss mal auf die Bremse treten. Ich glaube, die Sorgen haben wir verstanden. Da hinten einmal. Ja, ich wollte den Mann erstmal ausreden lassen, weil ich denke, jeder hat das Recht, seine Meinung zu sagen. Und er ist erfahrener Bürger, vielleicht mehr als die Jugend, weiß ich nicht. Worauf ich zu sprechen kommen wollte, ich weiß nicht, ob Sie auf den Montagswahlen ob Sie auf den Friedensdemos waren. Ich war jedenfalls da in Berlin, mehrmals, ganz am Anfang, als Sie noch ganz jung waren. Und was ich problematisch fand zu der Zeit war einfach, es waren tatsächlich Leute einfach da, die auf den ersten Blick keinem Spektrum zugeordnet werden können, die, klar, es gab da wahrscheinlich auch irgendwelche Nazis, aber es war jetzt keine rechte Demo. Und ich fand es einfach schade, dass es so verrissen wurde und auch immer noch verrissen wird, wenn Leute sich endlich mal entscheiden, auf die Straße zu gehen, weil sie Probleme haben mit irgendwelchen Dingen. Und ich wollte nur noch mal sagen, dass es echt schade ist. Also mittlerweile war ich jetzt nicht eine Weile nicht da. Es kann sein, dass sie abgedriftet sind. Ich habe auch ein paar Videos gesehen, wo ich mir wirklich dachte, wow, warst du auf den Mahnwachen, weil da krude Theorien rumgehen. Aber generell möchte ich doch dazu appellieren, dass man nicht alles gleich verreißt, dass man auch mal sagt, okay, ich bin, weiß ich nicht, für den Frieden. Was ist daran so schlecht, dann mal auf die Straße zu gehen? Also ich wollte es einfach nur mal klarstellen. Und um jetzt noch mal eine Frage zu stellen, bevor ich mich hier totlabe. Habe ich das richtig verstanden, was du vorhin gesagt hast, dass die Kriege im Nahen Osten nichts mit den Flüchtlingen zu tun haben? Weil das wäre schon ein bisschen seltsam, das nicht in Verbindung zu bringen. Und da möchte ich wirklich vehement widersprechen, weil die haben sich ja nicht entschieden, nach Deutschland zu kommen, weil Deutschland so wunderschön ist. Und jetzt alle sagen, oh, ich bin aus Syrien und reise jetzt übers Mittelmeer in Todesangst und verliere zwei meiner Kinder, nur damit ich nach Deutschland komme. Also okay, danke. Ich kann ja erstmal zu den Sachen was sagen, ne? Also zunächst nochmal kurz zum Internet vielleicht, weil das doch ein interessanter Punkt ist. Ich denke schon auch, dass es dadurch schneller und einfacher wird, solche Theorien zu verbreiten. Aber Verschwörungstheorien sind als Phänomen wirklich nicht neu. Also es hat sie auch früher gegeben in Krisenzeiten. Neu erscheint mir vor allem oder vielleicht problematisch, dass viele heute nur noch eigentlich wahrnehmen, was ihre Facebook-Freunde posten, dass sie sich in so einer Blase bewegen. Abweichende Meinungen eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen. Auf der anderen Seite, auch da muss man natürlich einwenden, früher haben die Leute halt in der Regel ihre Zeitung gelesen, wo auch eine sehr eingeschränkte Sicht, sagen wir mal, drin war. Und das Internet bietet natürlich zumindest die Möglichkeit, auch andere Sichtweisen zu finden. Aber ich glaube, es wird dadurch einfach ein viel schnellerer Umsatz geschaffen. Es geht alles heute schneller und wird auch lauter. Vielleicht nur so viel dazu. Dann zu den Montagsdemos. Ich finde, man konnte schon relativ früh sehen, dass es da eben nicht um Frieden im fortschrittlichen Sinne ging. Also dieser Elsässer-Ausschnitt, der ist vom April 2014. Das war wenige Wochen, nachdem diese Montagsdemos losgegangen sind. Also spätestens da, ich meine, der hat auf der Bühne gestanden, das ging über Lautsprecher, über den ganzen Platz. Also spätestens da, finde ich, hätte eigentlich jeder sehen können, dass es keine fortschrittliche Veranstaltung ist. Und einfach nur so auf die Straße gehen für Frieden, das ist mir ehrlich gesagt nicht genug. Also wenn NPD-Leute, wie auch da geschehen, sich beteiligen, mit denen würde ich nicht für Frieden demonstrieren. Das finde ich, ist total unsinnig. Ah ja, okay, wenn... Ich habe nicht mal von der Linken gesagt, ach naja, aber ich bin ja links, mir passiert ja nichts. Ich bin rechts und dem Linken,
Okay, da haben wir einfach unterschiedliche Meinungen. Also ich denke schon, dass es einen Unterschied macht, ob man mit Rechtsextremisten zusammen demonstriert oder ob man nicht mit denen demonstriert. Zu den Kriegen im Nahen Osten, ich habe nicht behauptet, dass die mit den Flüchtlingen nichts zu tun haben, habe ich nicht gesagt, das ist einfach falsch verstanden worden vermutlich. Was ich allerdings kritisiere und für völlig schräg halte, dass die USA die Flüchtlinge bewusst in Gang gesetzt haben, die Flüchtlingsmassen den Geld zahlen, um nach Europa zu kommen, um Europa politisch zu destabilisieren. Und das ist so die Behauptung, die im Moment durch die einschlägigen Kreise und Foren wandert. Das erscheint mir sehr absurd. Ja. Ich war auf dem Montagsmahnwachen von fast, also mehrere Monate hinterher. Ich bin bestimmt nicht rechts, bestimmt gar nicht rechts. Und vielleicht haben Sie vergessen zu erwähnen, dass Jürgen Elsässer auch nicht mehr dort reden darf, genau weil er solche Sachen von sich gibt. Also Jürgen Elsässer ist danach nicht mehr dort gewesen und hat auch nicht mehr reden dürfen, weil er so etwas von sich gegeben hat, Nummer eins. Und Nummer zwei, was soll man denn an Ihrer Stelle dann noch machen für den Frieden, außer auf die Straßen zu gehen, außer mal aufzustehen und zu sagen und einfach die Dinge anzusprechen. Und wenn man dann Sachen anspricht, wie zum Beispiel Vermutungen, die man hat, sofort als Verschwörungstheoretiker, Antisemit oder rechts dargestellt zu werden, das finde ich ganz schlimm. Also auch ich selbst, wenn ich über die Taten Israels spreche und über Sachen, was in Palästina passiert und Gaza, bin ich dann jetzt ein Antisemit? Also ich werde so oft als Antisemit bezeichnet, ich bin noch nicht mal ein Moslem. Denk mal darüber nach, was ist das passiert? Das ist ein Zufall. Darf ich mal, wir haben zu den... Gleich, ja, du kannst gleich nochmal was dazu sagen, Niklas. Zu der Broschüre, die wir heute hier hatten mit den Verschwörungsideologien, haben wir auch noch eine, die sich Kritik oder Antisemitismus nennt, wo über die Form von Israel, also darüber aufgeklärt wird, was eine gerechtfertigte Israel-Kritik, und das meine ich jetzt nicht im Rahmen einer Kritik des Staates Israel, sondern wie du die Politik Israels kritisieren kannst, wenn du das denn wünschst. Niklas, möchtest du dazu jetzt noch was sagen? Nee, ich würde mich noch mal fragen, wenn ein Mensch oder Menschen dich so auf Antisemiten nennen, dann könnte es auch daran liegen, dass du viele Dinge von dir gibst, die andere Menschen dann auch mal stören. Und es ist keine Verschwörung mit Leuten, die das sagen, das ist vielleicht auch ein Problem, was von dir ausgeht. Und wenn mich jemand Sexist oder Rassist nennt, dann schreie ich erstmal rum, ihr anderen seid böse, und ich versuche mal nachzudenken, warum das heißt den Menschen. Und das würde ich vielleicht mal vorschlagen zu machen. Und es ist gut, dass du dafür hier bist, denke ich. Okay, bevor du jetzt da auch noch was zu sagst, würde ich vielleicht Tobias Ecker noch mal die Möglichkeit geben, dazu was zu sagen. Also ich kann nur sagen, dass Elsässer da nicht mehr sprechen darf. Das ist schön und gut, aber ich war im September, da war so eine große bundesweite Montagsdemo in Berlin. Da war ich dort, um darüber zu berichten. Und was ich da gehört habe, ehrlich gesagt, das hat mir gereicht. Also da wurde in die Menge gerufen von der Bühne, ja, und was mit 9-11 wirklich war, das wisst ihr ja, großer Jubel, das ist Konsens, diese Verschwörungstheorie, dass die USA dahinter stecken. Dann natürlich, alle sagen da, sie sind nicht rechts, sie sind nicht links, sie sind vorne oder sowas oder oben. Das ist mir auch relativ egal in dem Moment. Also ich finde es ein Problem, wenn Antisemitismus oder Anti-Amerikanismus oder auch Rassismus geäußert werden. Und das habe ich da zuhauf gesehen. Und eben auch in Bezug auf den sogenannten Frieden. Es wird merkwürdigerweise werden immer nur die USA und ihre Büttel genannt und Israel. Und wer da irgendwie kein Problem sieht, wer Israel beispielsweise wirklich für eines der größten Weltübel hält, der sollte vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken, welche Konflikte und Kriege es noch so alles gibt und wer da welche Interessen auch hat und nicht immer von vornherein auf diese beiden Staaten kommen. Natürlich kann man die kritisieren für bestimmte politische Handlungen, das ist völlig unbenommen, aber es wird eben ausschließlich immer direkt auf die beiden gezeigt. Ja, ich habe auch noch eine Frage, und zwar erstmal, welche Intention haben Sie denn hier zu sein und woher kommen Sie?
Also wer finanziert sie? Wer? Naja, kann ich das sagen. Ich doch denken. Ja, ich bin eingeladen worden von dieser Gruppe gegen jeden Antisemitismus an der FU. Wie wer Sie sind? Also was machen Sie? Wer? Ich bin Journalist und arbeite beim RBB. Ah, okay. Ich studiere hier an der FU. Und eigentlich hatte ich jetzt noch eine andere Frage. Und zwar, genau, also Sie erwähnen hier beispielhaft den 11. September, die Ukraine-Krise, verschiedene Debatten, die gerade laufen. Haben Sie selbst daran geforscht? Also ich habe zum Thema Anti-Amerikanismus promoviert. Und nee, zu den Themen, die Sie hier vorstellen, meine ich. Die angeblichen Verschwörungstheorien, von denen Sie reden? Nee, zu den Ereignissen selber habe ich nicht sehr intensiv, sagen wir mal, geforscht. Okay, okay. Und warum oder wer gibt Ihnen das Recht, so darüber zu urteilen hier? Und das als Verschwörungstheorie darzustellen, wenn Sie selbst nicht daran geforscht haben und selbst auf YouTube-Quellen und andere Bücher verweisen, die aus 2015, die 10 Jahre alt sind? Also ich verweise eigentlich nicht auf YouTube-Quellen, wenn ich irgendetwas zurückweise beispielsweise. Das stimmt nicht. Videos zum Beispiel. Naja, das sind ja Beispiele für Verschwörungstheorien. Aber das haben Sie noch nicht nachgewiesen. Sie haben doch gerade selber gesagt, Sie haben nicht daran geforscht. Weil nee, aber ich habe natürlich zu diesen Ereignissen auch Literatur gelesen und habe mich natürlich, das können Sie im Buch nachlesen, das kann ich Ihnen gerne nachher geben. Also ich meine, Sie stellen sich hier hin und stellen Behauptungen auf. Naja, es ist klar, glaube ich, dass... Sie haben selber irgendeine Literatur gelesen, ich darf aber fragen, welche Quellen Sie benutzen. Ja, das können Sie im Buch nachlesen. Ich kann jetzt wohl kaum hier in diesem Vortrag, in diesem Rahmen eine Liste von Quellen zusammenstellen, oder? Aber okay, naja, also wenn Sie den Vortrag halten, erwarte ich schon eine Liste von Quellenabschluss, ja? Natürlich. Aber es gibt ja das Buch von ihm, was er jetzt mehrfach genannt hat, diese Veröffentlichung seiner Dissertation, Neid, Hasswahn. Hassneidwahn. Genau. Also das muss ich sagen, ist wirklich unprofessionell, hier keine Quellen anzuhören, für Ihre Argumente, die Sie bringen. Sie sagen, 11. September ist eine Verschwörungstheorie, klicken weiter auf die nächste Folie, Ukraine ist eine Verschwörungstheorie, Sie haben überhaupt gar keinen Beleg oder Widerleg gebracht, überhaupt nichts Widerleg oder Beleg. Wie gesagt, die Quellen stehen in meinem Buch drin. Wollen wir eine weitere Meldung? Zwei weitere Meldungen? Ich weiß nicht, aber wenn es darum geht, ob 9/11 eine Verschwörung war oder nicht, du musst beweisen, dass es eine Verschwörung gab. Er kann doch nicht beweisen, dass es keine Verschwörung gibt. Wie soll er das denn tun? Okay, ich würde sagen, das führt so ins Nichts gerade, deswegen öffnen wir das Ganze nochmal für Fragen speziell an Tobias Hecker. Alles andere kann dann vielleicht danach im Roten Café diskutiert werden. Also ich wollte dazu nur so eine kleine Bemerkung sagen, wenn ich... Das Besondere an der Verschwörungstheorie ist ja eigentlich, dass sie nichts beweist, außer sich selber. Also sie funktioniert durch sich selber. Wir sagen, es gibt eine Verschwörung, die etwas verursacht hat, aber das funktioniert nur in diesem System selber. Also wenn jemand sagt, irgendwie Israel ist böse und hat irgendwie zusammen, also wenn der Mossad und CIA haben irgendwie den IS erschaffen, und das beweise ich, indem ich sage, der IS hat noch nicht Israel angegriffen. Das hätten sie bestimmt schon längst gemacht, weil es über Antisemiten sind. Aber sie haben es nicht gemacht, weil sie selbst vom Mossad erschaffen wurden. Dann beweise ich quasi, dass alles nur in so einer Kette, die nur mit sich selbst funktioniert. Also es sind keine realen Beweise. Ich habe früher selbst so ein Buch von Verwandten in die Hand gedrückt bekommen. Dieses, was da auf der linken Seite gezeigt wurde, CIA, Verschwörungstheorien 11. September mit angeblichen Beweisen, Passagierlisten und so weiter und so fort, die beweisen sollten, dass das alles irgendwie eine Verschwörungstheorie war. Aber
wenn du dir das genau durchliest, dann merkst du auch, dass das dass quasi die Beweise so ausgesucht wurden, dass sie in die Theorie passen. Und das ist das Besondere an der Theorie. Das ist eigentlich nicht das eine führt zum anderen, sondern ich habe mein Ziel und ich suche mir das, was dazu passt, so dass es aussieht wie eine Theorie. Also vielleicht noch ganz kurz dazu, selbst wenn ich jetzt Belege nennen würde, beispielsweise der Bericht der überparteilichen Untersuchungskommission zu den Anschlägen, der ist sehr ausführlich, da steht viel drin, da ist vieles schlüssig, finde ich. Der wird von Verschwörungstheoretikern in der Regel komplett ignoriert und als Propaganda abgetan. Oder ein gutes Buch von Schröm und Labs heißen die Autoren, die das relativ minutiös rekonstruieren. Wenn man sowas nennt, Propaganda, Arbeiten für Mainstream-Medien, ist irgendwie alles Quatsch. Das ist gerade das Wesen von Verschwörungstheoretikern. Wenn man ihnen mit Quellen dann kommt, dann haben sie andere Quellen, die sie dagegen setzen, die vermeintlich glaubwürdiger sind. Sie glauben einem nicht, sondern halten alles für Propaganda, was man nennt. Und da kann man dann irgendwann auch nur noch schwer argumentieren und diskutieren. Ich? Ja. Da ist es, genau. So funktioniert es. Haben wir noch Fragen? Ich hätte noch eine Frage an dich jetzt, nämlich wie man am besten damit umgeht. Ich war auch bei dem Vortrag von Schlüter und es war ja eigentlich so, dass irgendwie dieser Vortrag verhindert werden sollte. Und er dann trotzdem geredet hat, oder beziehungsweise erstmal, ich glaube, eine lange Zeit darüber geredet wurde, ob er reden sollte in diesem Rahmen oder nicht. Und dann hat er im Endeffekt geredet und am Ende der Veranstaltung waren irgendwie alle so fertig mit den Nerven oder einfach nur angepisst darüber, was für Ideologien da rausgehauen wurde, dass dann irgendwie niemand mehr am Ende sich die Mühe gegeben hat, vielleicht das so ein bisschen zu die Banken, wie das hier in dieser Lektüre steht, also diese Verschwörungstheorie irgendwie auseinanderzunehmen und zu sagen, also da waren auch Leute, die ihm zugehört haben und ihm zugestimmt haben und die sind am Ende rausgegangen, so ja, jetzt sind alle gegangen, weil sie keine Argumente dagegen haben. Und deswegen würde ich dich fragen wollen, wie nimmt man eine Verschwörungstheorie quasi effektiv, wie beweist man oder mit rationalen Mitteln, dass es eine Ideologie ist und eben keine Theorie, die auf Beweisen basiert? Also ich denke, man sollte schon sich möglichst auch immer die Mühe machen, das sachlich zu widerlegen, eben auch mit Argumenten und mit Quellen. Und dann kommt oft auch relativ klar zum Vorschein oder denke ich, also wenn man einigermaßen kritisches Bewusstsein hat, dann müsste man eigentlich drauf kommen. Also beispielsweise dieses Zitat von Ludwig Watzai, also dass die Flüchtlingskrise, dass dahinter ein geheimer Plan der USA stehe, die würden Flüchtlingen Tausende von Euro zahlen, um Europa politisch zu destabilisieren. Wenn da ernsthaft als einziger Beleg auf eine Meldung von Sputnik News verlinkt wird, das gehört zu einem russischen Staatskonzern, der Nachrichtenseiten und Agenturen betreibt, aber erklärtermaßen politische Ziele verfolgt, eine politische Agenda hat. Wenn jetzt da Putin zitiert wird, kann man davon ausgehen, dass es vielleicht nicht unbedingt die neutralste Sicht ist. Und wenn Putins Aussage sozusagen zu diesem Thema der einzige Beleg ist, dann würde ich von einem kritischen Menschen eigentlich erwarten, dass er irgendwie vielleicht auch noch nach anderen Belegen oder Quellen sucht, die vielleicht ein bisschen objektiver sind in dieser Frage. Und wenn man sowas auseinanderdröselt, da erreicht man schon noch viele Menschen, glaube ich. Aber es gibt auch einen harten Kern von Verschwörungstheoretikern, wo es wirklich schwer ist und wo man die Leute dann irgendwann auch nicht mehr erreicht und wo man dann auch irgendwann sagen muss, okay, sorry, es hat keinen Sinn mehr zu diskutieren, glaube ich. Mich würde noch interessieren, wann ist denn der Anti-Amerikanismus sozusagen entstanden? Also in welchem Jahrhundert oder und speziell in Deutschland war das irgendwie schon eine Reaktion auf in die USA auswandernde Menschen aus deutschen Kleinstaaten, Fürstentümern und so weiter? Oder kam das erst später, irgendwie im Zuge des Ersten Weltkriegs oder noch später? Das würde mich auch interessieren. Also man findet wirklich alle wesentlichen Stereotype und Ressentiments
anti-amerikanischer Natur im 19. Jahrhundert schon. Das ist wirklich interessant. Also das ist da ganz massiv hochgekommen. Es gibt auch noch ältere Zeugnisse, die eben auch belegen, es war im 18. Jahrhundert auch schon verbreitet, aber eben im 19. Jahrhundert mit der Massenauswanderung ist das wirklich total populär geworden. Und da findet man diese ganzen Stereotype, also dass da irgendwie alle durch eben diese demokratische Gesellschaft, dass da die Mittelmäßigkeit herrscht, dass der Pöbel herrscht, dass es nur noch ums Geschäft geht, um den Kommerz, dass das ehrliche Handwerk nicht zählt. Das ist sicher auch eine Reaktion auf die vielen Auswanderer, wo auch viele Handwerker dabei waren, die da eben ihr Glück gesucht haben, dass da alles eben nur schlecht gemacht wird und auch kulturell eben alles absinkt und mit der deutschen echten, wahren Kultur nicht mehr mithalten kann. Und im Ersten Weltkrieg und massiv im Zweiten Weltkrieg ist das dann propagandistisch sehr stark ausgeschlachtet worden tief verankert in der deutschen Gesellschaft und auch europäisch, muss man sagen. Also es ist nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern es ist auch in anderen europäischen Ländern verbreitet. Mich würde interessieren, dass Xavier Naidoo ja vom NDR, glaube ich, zum Eurovision Song Contest nominiert worden ist. Und das ja zeigt, dass bis hinein in die mehr oder weniger mit der Bundesrepublik zusammenhängenden Gremien solche Verschwörungsideologien als politische Meinung anerkannt wird oder zumindest sogar auch als was ganz Unterstützenswertes gesehen wird. Es ist ja nicht nur eine Anerkennung als Meinung, sondern das ist ja eine fast schon Fürsprache, dass Xavier Naidoo von dieser staatsnahen Auswahlkommission im Rundfunk ausgewählt worden ist. Ab wann, also wie beurteilst du die Nähe von der Bundesrepublik, vielleicht auch des Verfassungsschutzes, zu solchen Tendenzen und die Anerkennung solcher Ideologien als Meinung? Und ab wann glaubst du, dass solche Verschwörungsideologien in die Gesellschaft eingehen als legitime Meinung, weil einfach auch der Staat und die damit zusammenhängenden politische Öffentlichkeit es so anerkennt? Also ich wäre da schon vorsichtig und würde nochmal unterscheiden zwischen Staat und Journalisten, auch wenn es öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, aber aus meiner Erfahrung und Sicht ist auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk frei. Es gibt natürlich einen Rundfunkrat, der so die Leitlinien bestimmt letztlich, aber da geht es nie um konkrete Berichterstattung oder gar um solche Verschwörungstheorien. Und in dem Fall mit Xavier Naidoo würde ich eher vermuten, dass es da nicht um eine Unterstützung seiner Verschwörungstheorien ging, sondern dass das einfach so ein bisschen ignoriert oder abgetan wurde von den Verantwortlichen, so nach dem Motto, ja, das ist vielleicht ein bisschen schräg, aber er ist ja ein guter Sänger oder so. Also ich stelle es mir eher so rum vor, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Alles andere wäre Spekulation. Zu der anderen Frage, bis wann man das tolerieren muss oder bis wann das auch eine Diskussion einfach wert ist. Es gibt natürlich doch sehr unterschiedliche Arten von Behauptungen. Es gibt natürlich etwas überspitzte, übersteigerte Behauptungen, über die man schon auch diskutieren kann. Also nicht immer, wenn pauschal jemand die USA beschuldigt für einen Krieg oder so, da ist ja auch manchmal etwas dran. Also das kann man ja nicht alles abtun als Verschwörungstheorie. Aber wenn es ganz offensichtlich zusammengestoppelt ist aus sehr fragwürdigen Quellen und aus Lügen, ich glaube, dann muss man mit solchen Leuten, wenn die das bewusst machen und wenn man die damit konfrontiert und wenn die dann eben auch nicht mehr dazu sagen können, sozusagen, da hilft dann das Diskutieren auch nicht mehr, glaube ich. Aber Sie haben ein außerordentlich großes, schönes Pressefreiheitsbonus oder Privileg im Journalismus. Der bedingt allerdings, dass Sie Ihre Schularbeiten machen, bevor Sie irgendwas Meinungen oder
Theorien oder Verschwörungstheorien transportieren. Okay, ja, ich habe ja genau, natürlich sollten schon mal. Sind wir wieder beim Anfang? Sie haben gar keine Zeit dazu, weil Sie ja gleich auf Sendung gehen. Ja, aber vielleicht noch dazu, also auch Journalisten sollten sich die Zeit nehmen und sie müssen sie sich nehmen. Also man kann nicht, nur weil auf Facebook irgendetwas behauptet wird, das gleich als Nachricht verbreiten. Ne? Also, ja, und dann ist es nicht gut. Also das muss man dann auch kritisieren. Ja, erstmal ganz kurz, Xavier Naidoo wurde ja wieder gekickt, genau wegen dieser politischen Dinge. Also ich denke, er wurde aufgrund musikalischer Leistung, die ich auch nicht besonders toll finde, ausgewählt und wurde jetzt genau deshalb wieder gekickt, also darf ich mitmachen. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, es hat sich jetzt zwar ein bisschen beruhigt, aber ich möchte vor allem jetzt gerade was sagen, weil ich nicht will, dass die Beiträge, die mich selber extrem erstreckt haben bei dieser Veranstaltung, irgendwie mehr Gewicht haben oder einen größeren Anteil dieses Abends haben. Weil, ich weiß nicht, Friedensdemos gut zu heißen, zu sagen, ich bin, weiß Gott, kein Nazi, kein Antisemit, das sind genau diese Dinge, die riesige Probleme aufwerfen. Wenn du sagst, du bist völlig tolerant und diskriminierst niemanden, dann sag nicht Schwuchtel. Genau sowas. Dann benutz nicht diese Rhetorik, die alle Leute, die eben doch problematische Ansichten haben, nutzen. Und auf Friedensdemos wird Ken Jebsen vergöttert und auch wenn Jürgen Elsässer von mir aus da jetzt nicht mehr reden kann, sind die Leute, die dort sind, meiner Meinung nach auf jeden Fall in dieser Sparte. Und ich frage mich auch, was alle Menschen, die gerade hier sind und was gesagt haben, in ihrer Freizeit tun. Es gibt so viel Information, die sich uns bietet und auch wie der Herr hier vorne schon öfter gesagt hat, er hat es zwar als problematisch dargestellt mit diesem Internet, aber ich habe das Gefühl, wenn man das völlig ausnutzt, dann kann man alles irgendwie wissen und über alles ziemlich kritisch urteilen. Und auch dadurch, und ich finde nicht, dass man erstmal, er hat alle Zitate, die er gebracht hat, belegt, unten stand immer drauf, wer es gesagt hat, wann und in welcher Sendung oder wo oder in welcher Zeitung. Und geht um die Verschwörungstheorien. Nicht um die Zitate. Man kann keine Verschwörungstheorien belegen. Und er hat aber nicht belegt. Ja, okay, dazu hat er ja auch ein Herrn hier in der Mitte schon was gesagt, was ich eigentlich ganz gut fand, das Verschwörung. Vielleicht könnt ihr einfach aufhören, den Beitrag zu unterbrechen. Was macht ihr hier? Warum sitzt ihr hier, weil ihr dachtet, das ist mit dem Vorordner? Also zu der Frage, was macht ihr hier? Ganz ehrlich, ich finde es gut, weil wenn immer nur die Leute, die das eigentlich eh schon alles wissen, was da erzählt wird, zu irgendwelchen Vorträgen kommen, dann kommen wir ja auch nicht weiter. Und ich finde es eigentlich gut, mal ins Gespräch zu kommen. Und wenn man dann merkt, es endet irgendwo und man kommt nicht weiter, dann ist es eben so, dann hat man es wenigstens versucht. Ja, ich wollte genau in dem Sinne noch zur Diskussion was beitragen, vielleicht weil der Begriff Frieden gefallen ist und das dann daran schlecht sein könnte. Und ich finde, dass man immer genau dazu sagen müsste, Frieden mit wem und vor allem zu welchen Bedingungen. Also das kann man ja am Beispiel von Syrien oder der Ukraine jetzt sehen. Da müsste man dann eben sagen, ja, Frieden zu welchen Bedingungen, also wie sieht die Ukraine hinterher aus? Hälfte westlich, Hälfte Russland oder wie auch immer. Und dann hat man eine politische Aussage getätigt. Und solange man nur sagt, ich bin für den Frieden, hat man eigentlich noch überhaupt nichts gesagt. Und auch noch im Anschluss dazu vielleicht ein Wort von Wolfgang Port, der mal geschrieben hat, dass eben gerade die Deutschen gezeigt haben, dass der Krieg auch der wahre Sachwalter der Menschlichkeit sein kann. Ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber genau daran sieht man eben, dass es immer darum geht, Krieg mit wem oder Frieden mit wem. Ja, oder das ganz große Beispiel Zweiter Weltkrieg, ne? Also wenn man da als Nicht-Deutscher außenstehend gesagt hätte, ja, ich bin für Frieden, es hätte niemand was genützt. Also es ist wirklich immer die Frage, ja, wie ist denn die Weltlage und wie kann man etwas erreichen? Ja, ich wollte nur ganz kurz
auch was dazu beitragen. Ich finde es ein bisschen schade, wie die Diskussionskultur gerade läuft. Ich fände es irgendwie gut, wenn sich jeder einigermaßen respektvoll ausdrückt und man sich gegenseitig ausreden lässt, weil das ist im Sinn der Veranstaltung. Was ich wichtig finde, ich finde, wir verfehlen ein bisschen den Punkt, gerade mit vielen Sachen, die hier gesagt werden, die nicht wirklich viel mit dem Vortrag jetzt mehr zu tun haben, weil es ging ja genau darum, eben bestimmte Dinge zu relativieren und es eben nicht nur aus einseitigen Perspektiven zu betrachten. Und der Punkt war, der jetzt auch häufig von Herrn Jäger kam, dass zum Beispiel nicht alles irgendwie, man kann Amerika kritisieren, aber die Ebene, in der es in das Abstrakte geht, wo alle Verantwortung abgeschoben wird und wo der Blick eben nicht mehr nach innen geht und man sich überlegt, welche Interessen vertritt denn Europa oder warum macht denn Deutschland das, was es tut und nur wieder eine Kategorisierung nach außen erfolgt, fällt es in diese Verschwörungsebene rein. Und das muss man immer hinterfragen. Und natürlich kann man auch das dann darlegen und auch als Verschwörungstheorie darstellen, weil es eben keine Legitimierung gibt, nur nach außen sich zu kehren und nicht zu gucken, was genau ist denn innenpolitisch abgelaufen, was genau oder warum genau welche Ziele verfolgt denn Europa. Und das ist, finde ich, irgendwie mehr Bestand in der Debatte, über was wir uns jetzt gerade unterhalten sollten, als irgendwie, ob man montags auf dieser Demo sein sollte oder nicht. Steht, glaube ich, für sich. Ich wollte nur mal fragen, weil du ja meintest, wenn man jetzt irgendeinen Punkt hat, den man kritisiert, soll man sich sozusagen zu Quellen suchen und eben nicht nur auf einer Seite. Wenn ich jetzt ein Ereignis habe, ich möchte jetzt keins nennen, weil dann ging gleich wieder die Assoziation los. Wenn ich jetzt ein Ereignis habe und ich suche mir Quellen raus, die gegensätzliche Dinge sagen, also, ja, weiß ich nicht, einfach gegensätzliche Dinge, wonach entscheide ich denn dann, deiner Meinung nach, was jetzt die richtigere Quelle ist? Also wenn es mehrere Quellen gibt und die sind gleich seriös, dann kann man sich halt nicht entscheiden. Dann muss man einfach mal abwarten. Das ist vielleicht auch ein gutes Mittel. Und weiter forschen. Ja, danke. Es gibt einen Punkt, der mir jetzt bei der Debatte, die ich hier sehr gespannt verfolge, aufgefallen ist, und zwar der, dass die Emotionen hochkochen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt bei solchen Verschwörungstheorien, dass eben Emotionen angesprochen werden, dass es Themen sind, die auch polarisieren. Und ich glaube, das ist also nicht nur wichtig für unsere heutige Diskussion, sondern generell wichtig für Diskussionen, dass man sich eben erst auf einer Sachebene austauscht und seine Emotionen hinten anstellt. Was die Auswahl von Quellen angeht, ich muss ehrlich sagen, ich finde da in der deutschen Presselandschaft auch so einen gewissen Impuls zum die Wahrheit muss irgendwo in der Mitte liegen. Also man hat zwei verschiedene Aussagen und weil man sich mit jemandem, wie soll man sagen, weil man jemandem Feind sein möchte und weil wir alle für den Frieden sind, wählt man die Mitte und das muss dann die Wahrheit sein. Ich glaube, das ist meiner Meinung nach ein Ausweis für eine relativ unterentwickelte Diskussionskultur, in der man eben verschiedene Positionen nicht aushalten kann oder auch mal eine Meinung pointiert ausdrücken kann. Genau. Insofern finde ich, kann man da durchaus noch an Streitkultur wachsen und auch wenn die Positionen heute vielleicht ziemlich unvereinbar sind, möchte ich mich anschließen an den Appell, dass es respektvoll zugeht, gerne aber auch kritisch und konfrontativ. Dankeschön. Möchtest du dazu noch was sagen? Okay, die NATO bezahlt mich nur bis 19:30, deswegen würde ich irgendwann die Veranstaltung zum Ende kommen lassen. Eine letzte Frage. Ist da noch da? Ja, möchte noch jemand eine letzte Frage stellen? Ja, eine Frage hätte ich. Also eine pillepalle Frage endlich, und zwar, ob es irgendwelche Studien darüber gibt, irgendwie, wie Leute, die offensichtlich
einem Irrglauben aufliegen, angesprochen worden sind über die Verschwörung. Also zum Beispiel, dass sich die Halafon irgendwie geäußert hat dazu. Würden Sie die Halafon bezeichnen als jemand, der ein Verschwörungstheoretiker wäre, aufgrund des Deals? Oder war Günter Grass eventuell in seinen letzten Jahren Antisemit? Ja, ich finde, es bringt immer nicht so wahnsinnig viel mit diesen Etiketten, der oder das ist Antisemit oder Verschwörungstheoretiker. Ich weiß nicht, wenn man dieses Grass-Gedicht liest in der Süddeutschen Zeitung zu Israel, das finde ich antisemitisch und ich finde auch dieses Halaforden-Video verschwörungsideologisch. Also so viel kann ich sagen. Ich weiß nicht, was Halaforden sonst noch dazu sagt. Genau angesprochen wurde von diesen Leuten. Das weiß ich nicht. Gibt es dazu keine Studien? Nicht, dass ich Leute, die offensichtlich einen Irrglauben haben, angesprochen worden sind darauf? Also nee, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay, dann hast du jetzt noch die Gelegenheit zu einem Abschlussstatement, wenn du das wünschst. Ansonsten würden wir die Veranstaltung. Ja, also ich bedanke mich herzlich für die Diskussion und ja, vielen Dank.